Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Kette und Kopf. Jo, es geht weiter mit Düngen. Ich habe natürlich die ersten beiden Folgen Samstag und Sonntag den Tag nicht gewünscht. Ja, blöd gelaufen. Aber heute ist Mittwoch. Ich komme mit der Reihe nicht durcheinander, also mit LS und Kette und Kopf, da haben wir durcheinander, wann die Folge kommt. Aber ich weiß es schon, aber ich denk immer nicht dran, weil ich mir früh oder die ersten beiden Folgen immer ein bisschen aufgeregt bin und dann. Im weiteren Verlauf ist es dann ein bisschen besser. Ja, ich wollte mal schauen, wie es aussieht mit unserem Kaliumdünger. Und zwar die Fälle. Da haben wir schon gut geschafft. Gut, da haben wir ein bisschen wenig. Da haben wir fast gar nichts. Okay. Phosphat fehlt komplett. Ne? Ist halt so. Und Kalium. Einmal durchziehen und sicherlich auf 3, auf 5 wird auch so sein. Ja, ist halt so. Und dann muss ich sehen, auf Feld 4. Oh. Und zwar Kalium. Böse. Gut, da wohl einfach so raufgehen, was wir jetzt haben. Und bei Feld 3 ist auch böse, aber wie gesagt, da ist ein bisschen vorhanden, aber nicht viel. Das ist eigentlich ideal und das ist ja nicht ideal, ne? Und das ist, naja, gut. Stickstoff ist besser. Und Phosphat geht da auch. Das fehlt uns hier komplett. Also auf 5 und auf 5 würde Phosphat komplett fehlen. Da müsste ich einen Dünger nehmen. Rein Phosphatdünger. Ich werde mal jetzt unserem Kalium hier in der Mitte noch reinknallen und dann drüben einfach mal mit derselben Menge den Rest verarbeiten und dann schauen wir weiter, was wir dann noch haben. So, das heißt, wir starten mal gleich. TT und nochmal T und dann auf B anschalten. Können wir ruhig Gas geben. Das macht sich, glaube ich, hier nicht bemerkbar. Schnell befahren. Ob gut oder schlecht gedüngt ist, bei hoher Geschwindigkeit geht viel raus und bei langsamer Fahrt geht wenig raus. Und daher denken wir uns alles gut, bis sich da was mal ändern würde. Also hier ist noch viel in der Kinderstube, aber wir können halt anfangen. Wie gesagt, hier dauert ein bisschen länger mit dem Wachstum, weil wir ja hier richtig Jahreszeiten haben. Gut, kein Schnee und es hat auch irgendwie schlecht gewachsen. Da unser Reh ist auch da. Ja, und ja, schauen wir mal, ne? Müssen wir bremsen und Gas wegnehmen. Da haben wir auch Dünger, 732. Drüben wollte ich die Felder, könnten wir auch mal O ausschalten, ne? Mit O die Lenkung ausschalten, die automatische. Sonst fährt immer wieder in die Richtung, wo den gelben Strich sieht, da geht sofort links oder rechts, ist egal. Da geht drauf. Jetzt deaktiviert ist, da passiert nichts. So, hier müssen wir mal sehen. Hier müssen wir durch die Büschung, durchs Dickicht, ne? Durch den Tann. Ja, jetzt habe ich mal so einen Sketch im Kopf, ganz früher. So, hier kurz Traktor. Genau. Hier sieht gut aus und oben sind wir ein bisschen daneben. Würde ich ein bisschen nach links gehen. Ein Schlag. Und jetzt werden wir versuchen, mal, ob die Menge da ausreichen wird. Glaube ich zwar nicht. Aber hier hat Kalium nicht so sehr gefehlt. Wir müssen da drüben sehen, dass wir Phosphor reinkriegen. Und wenn wir 15-15 nehmen würden, wird ja im Prinzip auch alles gedüngt. So. Geben wir Gas. So. TT. B. Nochmal T, ne? Gas geben. Das wird Düngen heute noch schaffen. In der Aufnahmesession. Das ist ja leider so. Und hier ist ein bisschen stärker gewachsen, ne? Weil hier auch düngermäßig ein bisschen besser vorhanden war. Oh. Oh. Vergessen. B deaktivieren und gleich wieder aktivieren. Sonst reicht es trotzdem nicht, ne? Also wird's knapp. Kalium ist ja hochkonzentriert, kann man sagen, was UK60 bedeuten sollte. Ne?
So geht man von aus. Und deswegen 200 Kilogramm. Sollte eigentlich reichen für das Ganze. Ja. So. Bremse. Und ausschalten. O deaktivieren, also Lenkung deaktivieren. Und fährt er mal ganz böse. Kommt wieder aktivieren. Das war Licht. Licht wollte ich nicht anschalten, aber gut, kann auch bleiben. O ist aktiviert. So. Reicht noch 550. Vollgas, Junge. Ja, teilweise sind schon die ersten Ähren zu sehen, ne? Wahnsinn. Aber hier werde ich auch warten, bis alle vier Felder reif sind. Und dann ernten, ne? Rocken. Erstes Mal rocken. Und dann schauen wir mal, ob nächstes Jahr reingehen. Vielleicht mal Raps oder so, ne? Dann wenn wir es bis März schon, naja, gut. Wenn wir das bis Herbst nicht schaffen sollten, ne? Also Stand heute, ja, was haben wir noch? Gerste haben wir noch, ne? Man könnte ja auch verschiedene auf dem Felder verschieden ansehen. Also weiß ich, Weizen, Gerste, keine Ahnung, ne, was mir gerade so einfällt, ne? Körnermais oder so. Aber das macht die Sache ein bisschen kompliziert. Denn die müssen ja auch die Geräte ausleihen. Man muss ja ein bisschen auf die Finanzen gucken, dass es da passt. Mit Düngen ist das im Grunde egal, ne? Aber wie gesagt, bei der Ernte ist das schon ganz interessant, weil es auch unterschiedlich reif wird, ne? Ja, sehr wahrscheinlich ist es dann so. So. Ich habe die Hintergrundmusik ein bisschen lauter gemacht. Weil das schien mir doch ein bisschen wenig zu sein. Ja, kann sein, dass ich mir ein bisschen zu viel gemacht habe. Bitte melden, ne? Das reicht nicht, Junge, Junge. Aber hier war Kalium nicht das Problem. Das Kalium auf Nachbarfelder das Problem. Dann werden wir unser 15-15 holen. Und dann wird das reichen fürs. Hat er gerade so geschafft, ne? Also hier eine Spur hätte er noch brauchen können. Ja, das ist ja auch in Anführungszeichen nur ein Rest. Hier wird unser 15-15 holen. Wie gesagt, immer unser Bestand aufbrauchen. Weil geldmäßig, da haben wir es nicht so sehr. Da müssen wir mal sehen, dass wir da ein bisschen. Denn das wird eh knapp werden, Anführungszeichen, weil wir da bei der Ernte wahrscheinlich ein Darlehen aufnehmen müssten oder was auch gehen würde, einen Traktor verkaufen. Ich verwende jetzt einen 1000 MB Trakt zum Düngen, habe aber einen 1800er, da könnte man ihn auch für nutzen und dann verkaufen. Da hätte man das Geld für zum Drescher ausleihen, ne? Um die 6000 Euro müssen wir schon haben. Wenn wir groß Dünger kaufen, dann wird das näher knapp. Mal vor der Ernte, wenn wir halt wieder Saatgut kaufen und Dünger, das ist ja klar. Felder, wenn wir uns keine leisten können. Mal schauen, was wir für die Ernte kriegen, ne? Für Weizen. War es ja nicht so rosig, ne? Oder bedingt zu früh. Kann auch sein, aber wie gesagt, wenn man anfängt, dann muss ich ja investieren, heißt Felder kaufen. War ja notwendig, ne? Über. Ja, dann könnten wir theoretisch beim
Feld wieder anfangen, wo wir aufgehört haben. Bei der nächsten Spur. Und dann müssen wir sehen, dass wir mit Phosphor wahrscheinlich zwei Ladungen kaufen müssen. Mit 15, 15, 15. Wahrscheinlich. Das ist die Katze festgebackt. Kann sein. Und ist auch wieder ganz komisch in Ecke. Manchmal hält er sich da und da auf. Unterschiedlich. Man könnte ja auch zur Not noch den Saatgut aus der Maschine rausholen. Den Dünger zumindest. Aber das würde ich jetzt nicht machen. Ich möchte eigentlich mal Bremse. So. Der K60 ist alle. Wir müssen jetzt noch sehen. Rechts, links. Wir haben leider nur 548, ist nicht viel. Aber wie gesagt, das war ja auch der Rest. Hatte ich drauf geben wollte, schon alle. Gut, das ist halt so, ne? Wenn man was nachkaufen, der 15, 15, das ist ein ganz guter Wert. Ja. Kommen wir jetzt zum Feld. So, unser Dünger, den wir hatten im Lager, ja, verbraucht noch nicht, aber fast. Könnt ihr auch gleich zum Dings fahren und den Rest holen. Aber mal schauen. Genossenschaft. Hat alles da, muss nur Geld für haben. Und da ist das eigentliche Problem. Ja, mal schauen. Deswegen ist ja ein Flugkaufen auch so eine Aktion, ne? Ist ja auch. Naja, Flügen ist das ein, aber Flug muss immer haben, ne? Dauert ja auch lange, das Flügen. Naja, mal sehen, ne? Fahren rüber. Augen zu und durch. KI ist durchgefahren einmal. Einen dichten Verkehr haben wir nicht. Die eine Spur werde ich mal machen, das wird, die wir noch nicht gemacht haben, noch gar nicht gedüngt haben, dieses Mal. Dann werde ich zum Händler fahren, die 15, 15 kaufen oder ein bisschen Stück Phosphor kaufen. Phosphor hat ja groß gefehlt. Zumindest in die zwei neuen Felder mal Phosphor geben. Dann ein bisschen warten. Ja, was das sieht schon so weit reif aus, das macht mir schon Bedenken. Dass wir da. Ja, jetzt haben wir. Ja, wann machen die Ernte? Im Juli oft schon, ne? So. Das machen wir hier. Und. Lenkung mal schon aktivieren und dann gehen wir kurz rein. Habe ich nicht breiter gemacht? Na gut, okay. Nicht zu ändern. Gut, da wird was fehlen, sicherlich, aber gut. So, ein Klaus 42 Meter ist eh gewesen. Und dann gehen wir Gas. Hauen wir mal unser 15-15 rauf, ne? Bevor wir zur nächsten Folge zum Händler fahren und nochmal nachkaufen. Man sieht genau die eine Spur, wo heller ist, ne? Da muss ich auch noch düngen. Komm, gib Gas, Junge. Ich habe einen T zu viel gedrückt. Boah, 81 Grad.
Ja, dekutieren kostet auch viel Ressourcen. Aber wie gesagt, die Aufnahme scheint flüssig zu laufen. Ob man so bleibt, ne? Dass da keine Beschwerden kommen, ne? Ich weiß, es ist keine Absicht. Aber ich versuche hier auch mal das Beste zu machen. Werden wir gleich mal die nächste Spur aufnehmen? Bremse, 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 Bremse. Länger düngen, länger düngen und aus. Auch jeder am Boden ist ja auch nicht mehr gleich. Die Lenkung mal ausmachen. Und dann können wir hier einfach mal nachdüngen. Das ist so zu wenig drin. Wir fahren mal den Randbereich durch. Hier ist richtig hell. Ich sag mal so, wenn es richtig tiefgrün ist, dann ist ausreichend Stickstoff vorhanden. Theorie. Ob es hier auch so ist, ist eine andere Frage, ne? Das weiß ich gar nicht. Und reell ist es eigentlich so normalerweise. Und der fällt gerade so rein. Gut, hier oben war eh nicht so viel gefehlt. Jetzt sollte sowieso alle werden. Weil wahrscheinlich mit Phosphordünger, mal gucken. Können wir nachkaufen. Fahren wir so quer. Weil meistens am Anfang immer was fehlt. Meistens. Acht, drei, zwei, eins, null. Aus. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter und da kaufen wir. Phosphor, Phosphat. Phosphat fehlt komplett. Auf diesen Feldern und da ja, sieht es gut aus, aber hier könnte man noch Drittelmix raufbringen. Und da muss ich gucken, dass ich da einen Dünger bekomme, der viel Phosphat enthält. Da müssen wir für ein Feld, für zwei Felder mal ein bisschen mehr Phosphat geben. Und dann schauen wir weiter. Ja, na tschüss. Ciao, ciao. Tja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle und Kopf mit Düngen und zwar Phosphat. Tschüss. Und noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.